Hallo und herzlich willkommen zu unseren Gameswelt-Nachrichten. Es ist Freitag, das heißt eine neue Folge Inside Coin ist da. Würde ich mich freuen, wenn ihr euch die reinzieht. Da ist ein dickes, fettes Half-Life-Special drin und eine sehr lustige Zock-Session zu Bubble Bobble for Friends. Doch jetzt zu unseren Nachrichten. Die Xbox-Gold-Spiele sind bekannt gegeben worden, also die Dinger, die ihr kostenlos kriegt, wenn ihr ein Gold-Abo habt. Dann hat Codemasters die Project Cars-Macher gekauft. Außerdem der erste Raid für Ghost Recon Breakpoint ist da und Red Dead Redemption 2 PC-Spieler bekommen jede Menge Goodies kostenlos für Red Dead Online. Erst gestern haben wir die PlayStation Plus Spiele vorgestellt. Heute sind es die Xbox Gold Spiele, die ihr kostenlos bekommt, wenn ihr ein Gold-Abo habt. Ab dem 1.12. könnt ihr für die Xbox One das Kartenspiel Insane Robots kostenlos kriegen und das 360-Spiel Toy Story 3. Dann ab dem 16. Dezember gibt es Jurassic World Evolution für die Xbox One und für die Xbox 360 Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate. Codemasters ist hier ein Entwickler und Publisher, der sich so ein bisschen Namen durch Rennspiele gemacht hat und sie haben jetzt mal wieder einen Geldbeutel aufgemacht und die Project Cars Macher gekauft. Das Studio heißt Slightly Mad und Codemasters hat die wohl gekauft, um weiterhin ihren guten Ruf im Renngenre zu zementieren. Es gab sogar eine Pressemitteilung dazu, aber da wurde dann auch gesagt, dass Slightly Mad gerade an einem unangekündigten Hollywood-Blockbuster arbeitet. Was für ein Spiel das ist? Ich würde mal denken, irgendwas mit Autos und Rennen fahren. Vielleicht kommt da irgendwas im Fast and Furious Universum, weil die haben ja mit Forza Horizon schon zusammengearbeitet. Ich bin gespannt, was da kommt. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Ghost Recon Breakpoint-Fans, aufgepasst, der erste Raid ist da, der heißt Project Titan und das heißt dann, dass vier Spieler zusammen gegen große Drohnen antreten werden, die heißen wiederum The Titans. Insgesamt gibt es da vier Stück davon dann in diesem Raid und dieser ganze Raid findet auf einer neuen Location statt namens Golem Island, die so ein bisschen schwefelmäßig, vulkanmäßig angehaucht ist. Um diesen Raid starten zu können, muss man mindestens ein Gear-Level von 150 haben. Bis jetzt kann man diesen Raid nur auf normal zocken. Leicht und schwer kommen dann Anfang 2020 und der Raid ist erhältlich für die One, PlayStation 4 und PC. Stadia soll noch in diesem Jahr folgen. Red Dead Redemption 2 Spieler auf dem PC bekommen ein kostenloses Care Package, wenn sie sich diese Weihnachtssaison anmelden bzw. einen Charakter kreieren und dann eben loslegen. Das Ganze betrifft natürlich Red Dead Online. Da gibt es dann eben jede Menge Goodies in einem Care Package umsonst. Da ist mit dabei zum Beispiel der Prieto Poncho. Den kann man sich im Camp oder in einem Kleiderladen abholen. Außerdem gibt es jede Menge Items wie Munition unterschiedlichster Typen. Feuerpfeile sind da zum Beispiel dabei. Vergiftete Wurfmesser gibt es, dreimal einen Pferdewiederbeleber und auch jede Menge Bohnen in Dosen. Das könnt ihr euch einfach in der Camp Lockbox abholen oder dann eben bei jedem Post Office. Das waren die Nachrichten für heute. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Lasst es euch gut gehen und dann sehen wir uns am Montag wieder. Ciao!